Moin, moin und willkommen zurück zum Iron Kerman. So, nachdem ich euch so gecliffhangert habe, hier natürlich die Auflösung. Also, die Probe hat es ganz knapp nicht geschafft. 180 Meter pro Sekunde, naja, 170 waren um und bei übrig, als es mich dann aus dem Einflussbereich von Bob rausgeschossen hat. Aber das heißt natürlich noch lange nicht aufgeben, sondern das heißt Bob ins Ziel nehmen und einfach wieder hinfliegen, denn wir waren ja quasi fast auf dem gleichen Kurs. Und um das wieder ordentlich zu machen, muss man einfach nur noch mal ein bisschen Gas geben in Richtung des kleinen Mondes und dann sieht man gleich, wie sich wieder ein Rendezvous ergibt, und zwar, ich glaube, irgendwie eine Stunde später oder sowas, so dass ich wieder an Bord bin, um meinen Lander dann auch tatsächlich zu retten. So, das haben wir hier einmal das Manöver, wie gesagt, mit ein bisschen wenig Schub geflogen, und da ist der Encounter und ich bin 10 Minuten später sogar schon wieder bei Bob. So. Jetzt kommt das Ganze nochmal aber auf groß, und zwar in zweierlei Hinsicht, nämlich einmal großes Manöver, einmal großes Schiff, denn ich muss die Pride auch wieder Richtung Bob bringen und dafür brauche ich ein bisschen mehr Delta V als dieses kleine Spaßmanöver, das ich gerade mit der Probe geflogen habe. Bisschen Getüftel, bisschen Getue, am Ende kommt dabei ein Manöver raus, in dem ich einen relativ angenehmen Flyby an Bob habe, also viel Zeit, um eventuell in Orbit einzuschwenken oder direkt den Lander wieder einzusammeln, was auch immer. Das habe ich aber erstmal nur vorbereitet, denn jetzt kommt erstmal die Probe. Da wird kurz ein wenig korrigiert, was auch immer ich da genau getrieben habe. Ach genau, ich wollte einen Orbit bremsen. Dann habe ich irgendwann festgestellt, dass das so gar nicht funktioniert, weil ich zu steil reinkomme. Habe das dann breiter und langsamer gezogen. Dann hatte ich erstmal einen Orbit, der stabil ist, und habe die Probe dann halt erstmal so gelassen, damit sie erstmal eingefangen ist rund um Bob. Also, die Rettungsprobe ist an Bob und dann kam ein verdammt, 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 verdammt langer Burn mit der Pride. Viel zu wenig Strom. Viel zu viele Delta-Vs, die weggeschossen werden müssen, und das hat ewig gedauert. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, an dem Morgen habe ich bis, ich weiß es nicht, 4 Uhr morgens da gesessen, um dieses Manöver zu fliegen. Also im Vierfach-Zeitraffer und bla, und das hat trotzdem irgendwie noch 5, 6 Stunden gedauert, insgesamt alles. Ja, das ist jetzt extremst gezeitraffert, also nicht wundern, man kann es oben links an der Uhr ja ganz gut erkennen, dass da viel Zeitraffer dahinter liegt. Und ja, letzten Endes ist es halt einfach ein Manöver, um die Bahn von Bob jetzt mit der Kerbin Sprite einzunehmen und letztlich auch wieder in eine Situation zu kommen, wo ich meinen Lander abholen kann, nachdem der seine Mission gemacht hat. Und das Ganze halt in ein paar Tagen, denn ich muss ja meine Bob-Mission noch erledigen. So, guckt bitte nicht so sehr auf die Kerbels unten rechts, die haben, glaube ich, gerade massive Genickprobleme oder entstammen einem Horrorfilm, den wir nicht näher benennen wollen. So, aber schlussendlich, nach vielem Getue und viel Pulsen, und irgendwann bin ich auf die Idee gekommen, so, oh, statt jetzt immer mit dem Links zu arbeiten, kann ich ja stattdessen auch Triebwerke an- und ausschalten. Das sieht man hier ab und zu mal ganz gut. Ich mache mal zwischen 4 und einem Triebwerk hin und her variiere, um einfach ein bisschen Beschäftigung zu haben und trotzdem einfach auf Vollschub bleiben zu können. Ja, gab es dann irgendwann mal den Punkt, dass ich fast, leider nur fast, ein Rendezvous mit Bob hinbekommen habe. Da musste ich dann noch mal ein bisschen nachkorrigieren, weil das Manöver so zeitlich sich verzögert hat durch meine niedrige Schubkraft. Also die lange Zeit, die ich gebraucht habe, um das Manöver dann hinzubekommen, dass das selbst im größeren Maßstab eines kompletten Planetensystems einfach zu ungenau war. Und Bobs Schwerkraft ist halt leider auch super gering. Das heißt, man sollte da schon treffen. Ja, und Ende vom Lied, da hinten kann man es gerade sehen, gibt es ein Rendezvous. Einmal noch kurz nachgeguckt, was hier eigentlich an Yol passiert. Hab die Sonde korrigiert, dass die nicht in die Atmosphäre eintritt. Und habe das erste Bremsmanöver mit ihr begonnen, weil ich will, bevor ich in die Atmosphäre eintrete mit der Yol-Probe, so viel wie möglich Geschwindigkeit rausnehmen, weil das wird eh schon ziemlich heiß, und dafür brauche ich einfach ein paar Umläufe. Und das ist der erste Umlauf, da habe ich einmal kurz korrigiert. Hier gab es auch eine kleine Vorbereitung, ein kurzes Manöver, in dem ich einfach dafür gesorgt habe, dass mein Umlauf auch hier besser Laite trifft. Das heißt, ich warte jetzt einfach ab, bis ich einen Zufallstreffer quasi auf Laite bekomme, um dann den
den Planeten zu machen. Ja, und dann kommt der spannende Teil, wegen dem ihr auch heute hier seid, nämlich die Bob-Landung. Meine erste Mission im Joule-System, die ich auch vorhabe zu erledigen. Und zwar geht es ja darum, oder der Auftrag ist, in einer der weißen Regionen, da hinten sieht man sie kommen, zu landen und eine Bodenprobe mit zum Schiff zurückzubringen. Da hinten sieht man, wie der Boden weiß ist, und das war auch so meine geplante Landezone. Leider sieht man auf der Karte nicht, also zumindest auf meiner Karte sieht man nicht, wo diese weißen Zonen sind. Deshalb war das ein bisschen tricky, halbwegs nah ranzukommen. Ich habe letztlich eigentlich damit dann gearbeitet, dass ich ja so ein bisschen nachkorrigiert habe einfach. Also ich habe mir da ein bisschen Höhe einfach dazu gegeben, damit ich noch ein bisschen weiter rankomme, und habe dann irgendwann beschlossen, ich bin jetzt nah genug dran, ich mache jetzt eine Landung, und habe einfach mal probiert, so per Augenmaß ab einem gewissen Punkt gut reinzubremsen und eine Landung hinzubekommen, die irgendwie funktioniert. Ja, Mini-Suicide-Burn, so nach dem Motto. Also ich habe unter leichter Triebwerkslast einfach mich konstant fallen lassen und immer versucht, so nach Augenmaß einfach eine halbwegs smooth Landung hinzubekommen. Wichtig auch wieder gucken, dass die Bremse drin ist, damit man nicht wegrutscht. Und dann war schon klar, dass das eine ziemliche Hanglage wird. Und ich war ein bisschen schnell bei der Landung am Ende des Tages und bin leider gekippt bei der Landung. Ja, das war ein bisschen unschön, und ich rutschte dann auch den Hang runter, habe mich dann entschieden, mit einem kleinen Stupser durch die Türen mir selber nochmal Schwung zu geben und nochmal neu anzusetzen. Und siehe da, der zweite Anlauf hat dann gesessen. So, dann bin ich mit Bill los und habe geguckt, wo ich eigentlich hin muss, und bin mit dem Jetpack einmal rüber gejettet, weil hier so niedrige Schwerkraft ist, dass es ja jetzt gar nicht zwingend notwendig ist, dass ich mit dem kompletten Lander dahin komme, sondern es komplett ausreicht, wenn der Bill da einmal drüben die Bodenprobe holt und ich sie dann zurückbringen kann. Ja, zum Thema Jetpack fliegen, vielleicht ein kleiner Tipp für die von euch, die das noch nicht so oft gemacht haben. Wenn ihr einmal Geschwindigkeit drauf habt, müsst ihr eigentlich nur noch die Höhe kontrollieren und könnt dann ganz gemächlich rüberfliegen. Was ich mich im Nachhinein gefragt habe, als ich die Aufnahme gesehen habe, was ist dieser schwarze Schlitz da oben links? Vielleicht war da die Höhle des Kraken oder was auch immer. Also zumindest ist da irgendwas sehr Eigenartiges. Und vielleicht ist es auch einfach nur ein Grafikbug. Wer weiß, vielleicht war ich ganz nah an einem geheimen Biom dran. Wer weiß das schon. So, als es mir dann weiß genug war vom Untergrund, habe ich mir aus den Bob Slopes eine Bodenprobe geholt, habe natürlich noch eine Fahne hinterlassen, damit wir später auch sehen, wo wir waren. Nochmal eine kleine Draufsicht. So, dann ist mir Bill irgendwie ins Rotieren gekommen, weil der Hang so steil war, aber ich konnte irgendwann springen und das Jetpack wieder zünden. Und dann ging es auch schon wieder zurück zum Lander. Denn jetzt kommt ja eigentlich der spannende Part. Und ich habe noch mal reingeguckt, so, und dann sagt er mir plötzlich eine ganz andere Nachricht. Also ich hoffe mal, dass ich an der richtigen Stelle war, weil er jetzt irgendwas von kleinen Eiern, die in dieser Bodenprobe drin sind, redet. Wir werden sehen, vielleicht habe ich die Geburtsstätte des Kraken gefunden. Wir werden es sehen. So, einmal mit dem Jetpack wieder zurück, und dann kommt natürlich der spannende Teil, nämlich mit dem Lander auch wieder zurückkommen. Ich hatte da ein bisschen Zeit, mir auch mal das Jetpack ein bisschen intensiver anzugucken. Dabei ist mir übrigens aufgefallen, dass die Aufkleber, die seitlich drauf sind, tatsächlich irgendwie darüber schweben. Die sind gar nicht am Jetpack fest, falls ihr das gerade auch sehen könnt. Naja. Auf jeden Fall haben wir erstmal die Anforderung geschafft, die gestellt worden ist an die Bob-Mission, nämlich wir haben die Bodenprobe eingesammelt. Jetzt gibt es aber noch einen zweiten Teil der Aufgabe, nämlich sie auf dem Schiff zu analysieren. Das heißt, ich muss jetzt auf jeden Fall noch mit der Bodenprobe zurück zur Kerbin's Pride kommen, um in meinem Labor Forschung daran zu betreiben. Denn sonst war das alles für die Füße. So, ganz klassischer Start, 90 Grad Winkel, also 90 Grad Ausrichtung auf dem Kompass, flacher Steigwinkel, erstmal auf die 25 Kilometer hoch. Das ging sich alles auch ganz gut aus. Hier haben wir nochmal einen Überflug über unser Landegebiet oder über unser Forschungsgebiet. Und ich konnte es einfach nicht erkennen. Ich glaube, dahinter habe ich Sterne gesehen. Wer weiß, lieber nicht so nah rangehen, nicht, dass wir den Kraken wecken. Und dann einmal rauf bis an die Apoapsis und das Ganze zirkularisieren. Denn im nächsten Schritt gilt es ja jetzt, den Lander wieder einzufangen. Denn ich möchte von dem Fuel, wie gesagt, nicht so viel ausgeben. Wir haben noch zwei Landungen vor uns. Das ist einmal Pol, heißt es, glaube ich, und einmal Io. Also Pol als letzter Mond und Io noch als Mission für den Juni.
Und dafür hätte ich gerne noch genug Sprit mit dabei, damit ich mit dem Länder noch was machen kann. Also kam jetzt die große Aufgabe, mit der Probe es einzufangen. Als erstes natürlich eine Anpassung der Ebene, auf der wir uns bewegen. Dann Manöveranpassung auf, ich möchte gerne näher ran. Vorher nochmal eine kurze Kontrolle, ob ich auch nichts verpasse bei den anderen Sachen. Da immer wieder mal den Blick auch nach draußen, wo sich die anderen Schiffe gerade befinden, damit ich da nach Möglichkeit noch Manöver machen kann. So, und dann habe ich mich quasi auf der Außenbahn bewegt und gewartet, dass mein Lander mich langsam einholt. Und als ich damit soweit zufrieden war, habe ich begonnen, meinen Orbit so nach und nach ein bisschen kleiner zu machen, um den Lander dann später einzusacken. So, da ist mir dann dummerweise der Nuffball auf Target umgesprungen. Dadurch habe ich mich selber ein bisschen behindert, aber mit Zurückschalten auf Orbit ging es dann. So, die Pride war dann auch im Bob-Orbit angekommen und ich habe den jetzt mal ein bisschen entspannt, damit ich nicht so schnell um Bob rumschieße, sondern habe halt einfach den Abstand zu Bob vergrößert, damit ich schön langsam um Bob rumschwenke und damit meinem Lander und der Probe Zeit gebe, mich abzufangen. Also ich habe quasi jetzt von so einem ganz niedrigen Vorbeiflug, der ja schnell stattgefunden hätte, mich auf einen großen, hohen Vorbeiflug umgeändert, damit der Lander eine Chance hat, mich einzuholen. Oder die Probe mit dem Lander hinten dran. Oder andersrum, die Probe hinten am Lander dran. Meine Güte. Wie man es auch sehen will, auf jeden Fall Probe und Lander. So, dann kam Rendezvous. Einmal mit dem Lander, mit dem Probe den Lander einfangen. Da ganz klassisch eigentlich, ne? Also ich bin einmal rüber gewarpt bis an die Stelle, wo es hieß, dort werdet ihr nah beieinander sein und könnt Freundschaft miteinander schließen. Und habe mir dann versucht, natürlich den Lander zu schnappen. Denn ich musste auf jeden Fall noch in diesem Umlauf meinen Burn starten, um zur Pride zurückzukommen, weil die sich natürlich auch unerbittlich bewegt. Und hätte ich das nicht geschafft, hätte ich mit der Pride bremsen müssen, was wieder Treibstoff gewesen wäre, den ich ausgeben muss. Das hier heißt, das lief alles im Prinzip auf ein bisschen auf Zeit. Man sieht es immer wieder mal, wenn ich in die Map View rausgehe, dass die Pride halt unerbittlich näher kommt und ich auch wirklich nicht noch einen Umlauf um Bob machen kann, bevor ich die Pride verlieren werde. Und deshalb ging das Docking dann doch relativ flink, einfach weil es flink sein musste. Da musste ich einmal raus, weil ich keine Manövernotes machen konnte. So, dann anpassen unserer Ebene auf die der Pride. Ich habe mich dazu entschieden, dass das über den Satelliten mehr Sinn macht. Hab dann gemerkt, so, oh, das funktioniert ja gar nicht, ist ja alles total langsam, tralalala. Hab dann aber festgestellt, ja, ich habe einfach das Ionentriebwerk vom Satelliten auf 10% limitiert gehabt, als ich gedockt habe. Das war natürlich schön dämlich. Das habe ich wieder aufgedreht und dann ging das alles doch mit Ionenantrieb. Also, schön den klassischen Sprit aufheben, denn den brauchen wir noch ein bisschen. Und Vorbereitung eben für das Abfangmanöver mit der Kerbin Sprite. So, und wenn das jetzt nämlich alles klappt, das ist das wirklich Schöne an der Sache, dann heißt das, ich habe meine erste Mission im Yol-System tatsächlich erledigt und würde dann mit der Pride und dem Lander mich direkt schon mal auf den Weg in Richtung Pol machen, also den äußersten Mond, während die anderen beiden Geräte noch arbeiten. Aber jetzt gucken wir erstmal, ob es denn überhaupt klappt, die Bob-Mission noch zu erledigen. Denn sonst habe ich dafür keine Wertungspunkte. Und das wäre ganz schön ungünstig, weil ich habe eh schon so wenig Monde, die ich besuchen kann. Deshalb muss das jetzt nicht unbedingt bei Bob nicht klappen. So, und dann einmal rum um die ganze Geschichte und dann Geschwindigkeit aufnehmen. Also, da hinten kommt so langsam die Pride angefahren. Und ich habe mich dann letzten Endes nach und nach ganz klassisch Rendezvous-mäßig an ihre Position angepirscht, damit ich nah rankomme und docken kann und dann meine Kerbals hoffentlich bald mal wieder drin sitzen können, statt die ganze Zeit in ihren Eva-Anzügen rumzurennen. Denn immerhin war jetzt die Bob-Mission mittlerweile schon 5 Tage unterwegs und da wurde es langsam Zeit, mal wieder eine Dusche zu nehmen, habe ich von dem einen oder anderen gehört. Und außerdem gab es ja immer noch diese Bodenprobe, von der keiner so genau wusste, ob da Eier drin sind oder nicht. Und deshalb wollten wir die natürlich so schnell wie möglich zur Analyse bringen. So, jetzt einmal Docking mit ohne RCS. Kennt man ja schon ein bisschen, wenn man meinen Kanal länger guckt, weil kein RCS an den normalen Satelliten neben dran ist und an dem Lander auch nicht. Also habe ich das rein übers Triebwerk gemacht, habe letzten Endes einfach das RTG genutzt, was im Lander drin ist, um Strom zu generieren und habe, glaube ich, lass mich nicht lügen, den Antrieb, glaube ich, irgendwie auf ein paar Prozent, 10% oder sowas limitiert, um nicht zu viel
zu viel Geschwindigkeit zu geben. Ja, und wie man sieht, ein ganz smoothes, ganz entspanntes Docking und danach eine kleine Umsteigeaktion mit einmal Jebediah wegboosten von von der Tür. Keine Ahnung, da bin ich irgendwie im ganz schlechten Winkel aufgekommen. Aber sieht alles gut aus. Also die Bob-Mission hiermit ein großer, großer Erfolg, denn jetzt hält mich nur noch eine mini-kleine Eva von Bill davon ab, meine Ergebnisse im Labor abzuladen. Und das wäre wohl gelacht, wenn das nicht klappen würde. So, einmal noch Zergela zurückgesteckt ins Raumschiff, damit sie sich wieder hinten in der Passagierkabine entspannen kann. Jo, und damit ist die Bob-Mission als erste Mission unserer Reise im Yol-Planetensystem erledigt. Und auch bei den anderen Sachen haben wir ein bisschen Fortschritte gemacht. Also der Satellit macht langsam seine Umlaufbahn kleiner. Und auch der kleine Drop-Pod an Laite ist mittlerweile ein bisschen tiefer unterwegs. Jetzt muss ich nur noch ein gutes Rendezvous finden. Aber vorher schicke ich die Pride natürlich erstmal noch in Richtung Pol. Da muss ich gleich noch gucken, weil wir haben gerade einen ganz ungünstigen Stand von Bob zu Pol, ob ich da eventuell rumfliege. Und hier ist jetzt der Beweis. Das Labor mit unserem Ergebnis. Und wir processen es natürlich durch unser Labor, um es zu erforschen, so wie es sein soll. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert und tschüss.